Lilo, zum Abschluss unserer kleinen Ubuntu Aquarius M10-Reihe habe ich jetzt mal das Ubuntu Tablet, was hier unten steht, ne? Seht ihr da unten, da wo der Mauszeiger ist, verbunden mit meinem Fernseher. Gut, das ist nicht das Einzige, was ihr hier noch an Geraffel seht, das ist ein Micro-USB zu USB. Dann ein USB-Mehrfachstecker, also ein USB-Hub. Daran ist dann einmal für die Tastatur und Maus kabellos, ne, mit der ich den ganzen SERM hier bediene. Und da kann ich natürlich noch mehr dran machen an den USB-Hub. Ne. Zum Beispiel habe ich da einen SD-Karten-Reader für große SD-Karten dran gemacht. Für kleine SD-Karten hat er sowieso. Ich denke, jetzt machst du mal für große SD-Karten oder sonstige Laufwerke. Ne. Also über Micro-USB. Auf einen USB-Hub und dann kann man alles anschließen, was USB hat. Unten haben wir, wie im letzten Video gezeigt, Micro-HDMI an HDMI und damit auf den Fernseher. Dann erscheint anstelle des Tablet-Displays hier alles auf dem Fernseher halt, ne? Im Desktop-Modus. So, und dann kann ich hier mit der kabellosen Tastatur Maus, ne? Na, seht ihr hier, die Funkempfänger kabellos USB ist hier ja verbunden. Und das Tablet erkennt das und dann kann ich hier ganz normal mitarbeiten, wie mit einem relativ normalen PC. Betriebssystem drauf ist Ubuntu Frieza, also nicht Frieda, sondern Frieza, also 15.04. Gut, das ganze Ding hat natürlich eine Webcam oben, wenn ich zum Beispiel auf das Kamera-App gehe, dann seht ihr mich, hallihallo, auf dem Kopf so ein bisschen schräg, ne? Ein bisschen komisch aus. Außerdem habe ich meine Brille gar nicht auf. Ich kann euch ganz schnell zumachen. Ist ja geil. Gut. Was man hier sieht, mit Alt-Tab, wie im letzten Video zu sehen, kann ich hier schön durchzappen. Zum Beispiel LibreOffice kann ich hier benutzen, ne? Auf dem Tablet. Hallo. Ist überhaupt kein Problem. Geht. Ne? Ganz normales LibreOffice kann ich auch maximieren. Ja, dauert natürlich einen Hauch länger hier, ne? Im Desktop-Modus, aber funktioniert. Wunderschön. Irgendwas markieren, irgendwas meinetwegen fett machen, fetter Text. Kein Ding. Ne? Steuerungstaste, Mausrollrad nach vorne. Kein Problem. LibreOffice Hilfe Info. Was haben wir denn für eine Version hier auf unserem Tablet? Ja? Version 4463 haben wir hier drauf. LibreOffice, gut. Die laufenden Apps sieht man dann auch hier so, was es hier so gibt. Ne? Das ist hier das LibreOffice, Rechtsklick. Das könnte ich auch die Verknüpfung zu LibreOffice entfernen oder LibreOffice beenden. Das machen wir jetzt mal. Dann ist LibreOffice zu. Das hier mit den Scopes haben wir immer am Laufen. Da könnte ich zum Beispiel auch hier ein Befehlsfenster aufmachen, ein Terminal gibt es im Ubuntu Store, ne? Wie heißt denn das jetzt hier? App Store, ne? App Store, im Ubuntu Store kann man das runterladen, unter anderem die Terminal-Anbindung. So, und da muss ich jetzt ein Passwort eingeben und dann habe ich ein ganz normales Terminal. Und wie gesagt, das ganze Zeug läuft auf dem Tablet da unten. Ne? Ja, ohne, ne? Minus A müsste ich jetzt mal, im Moment bin ich hier im Fenster, Minus A, ich musste den Fokus noch richtig haben. So, Ubuntu Phablet 3.10er Kernel. So, und dann LSB Release, Minus A. Und wir haben Ubuntu 15.04, Vivid ist hier drauf, ne? Vivid ist da drauf. So, die Clock haben wir auch, Befehlsfenster haben wir auch, eine wunderschöne Kameraanbindung haben wir. Wie kommen wir jetzt hier wieder hin, so seitlich? Ne? Was hätten wir noch gehabt? Die Kameraanbindung, also wenn ich jetzt nicht mehr wüsste, was auf ist, Alt-Tab drücke, sehe ich jetzt hier, ne, was da so los ist, Ubuntu Store. Kann ich wieder zurückgehen? Gehe ich mal auf, was hatten wir noch nicht? Wie wär's denn mal mit Firefox auf dem Tablet, ja, als ganz normale Anwendung. Firefox. So,
Das macht er jetzt öfters. Vorhin war ich schon mal auf dem Fenster, da könnte ich jetzt sagen, wiederherstellen oder schließen. Dann kann ich hier ganz normal eingeben. Meinetwegen www. YouTube.de. Ich habe eine englische Tastatur hier dran hängen, beziehungsweise noch einen englischen Tastaturbetreiber, der hat zu Tube draus gemacht. Zu die Tube. Muss ich ein Z drücken, damit es Y wird. Und dann kann ich hier Enter drücken. Verbinden. Also das war jetzt mein Problem, dass ich da was falsch eingetippt habe. Und ich habe hier eine Tastatur, die Logitech, die ich habe, die wird für manche Ubuntu-Versionen nicht sofort erkannt als deutsche. Das habe ich öfters. Das ist ein Problem von speziell der Logitech-Tastatur. So, ne? Kann ich ganz normal Firefox hier benutzen. Steuerungstaste, Mausrollrad auch mit Zoomen, sagen wir so. So, finde ich meinen Kanal. Ich bin hier natürlich verbunden über WLAN. Ne? Also das Tablet ist verbunden über WLAN. Kein Ding, ist aktiv und ich kann hier den ganz normalen Firefox-Browser benutzen, sehe meinen Kanal, bin hier aber nicht angemeldet mit dem Tablet und dann sehe ich hier mein Linux-Terminal, ein paar Grundlagenvideos, das ist schon ein bisschen älter, vor 4 Jahren habe ich das mal gemacht. Hallo, heute wieder eins meiner berühmt-berüchtigten Grundlagen-Videos. Wieso Grundlagen-Video? Ja, Einige brauchen wir User, die vielleicht nicht. Gut. Alles klar, also Firefox funktioniert auch, ist hier installiert in der Version auf meinem Tablet. Ja, wie gesagt, ich bin hier nicht auf irgendeinem PC, sondern auf meinem Tablet. Gehe ich mal auf das Fragezeichen über Firefox. Hier auf meinem großen Fernseher kann ich das auch gut erkennen. Auf dem Tablet ist das von einem kleinen Firefox 44 ist der installiert. Ja, funktioniert. Prima, GIMP. Hatte ich schon gezeigt, geht, ja, GIMP Image Editor. Und dass ich das hier oben drauf gestellt habe, ist eigentlich nur so ein Scherz von mir, ne? Das mit dem USB-Hub und dem Kartenlesedings. Kartenlesedings, übrigens hier externe Medien sehe ich da. Könnte ich dann sicher entfernen, je nachdem, was ich da alles so habe. Ne? Gut, SD-Kartenverwaltung. Wo waren wir gewesen? GIMP. Jetzt muss ich mit Tab, GIMP Image im Editor, kann ich hier schön machen. Oder ich hätte hier über die Seitenleiste gekonnt, die hätte sich auch angeblendet. Hier sieht man GIMP, wie es läuft, da im Eck. Ne? Hätte ich auch. Ne? Genauso könnte ich hier wieder zurück auf das Befehlsfenster vom Phablet. Ne? Also es funktioniert sehr ähnlich einem ganz normalen Desktop-System. Hier kann man auch schön Datei neu. Jetzt kann ich auch was gut lesen. 640 mal 400 Pixel, okay. Ne? Und Steuerungstaste, Mausrollrad nach vorn, kann ich größer zoomen und kann mit GIMP da schön was malen. Ja. Gut, das Gelbe sieht man hier wahrscheinlich nicht so gut im Video, aber wenn ich die Maus länger drauf lasse, sieht man es besser. Dann gehe ich mal auf den dicken Punkt und mal da irgendwas rum und noch mehr rum. Also funktioniert. Prima. Ich denke, damit haben wir es dann aber auch so ziemlich jetzt alles erschlagen, was man mit dem Phablet jetzt anders machen kann und was jetzt anders ist, wie mit anderen Tablets. Ne? Also hier laufen nämlich ganz normale Programme. Ne? Also kann man sich quasi auf den Kopf stellen. Ne? Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen. Tschüss.